Ja, moin moin Leute und herzlich willkommen zurück bei Biomutant. Es geht vielleicht ins Finale. Wir hören die wirklich schöne atmosphärische Musik. Ich muss wirklich sagen, der Soundtrack von Biomutant ist wirklich was zum Runterladen und in die Chill-Playlist packen, weil der gefällt mir schon wirklich richtig gut. Also da ist wirklich was Atmosphärisches in dieser Musik. So einfach was richtig nice ist, so wie in Spielen wie zum Beispiel Titan Quest auch. So genau dieser Soundtrack jetzt gerade zum Beispiel. Es gibt auch welche, da ist das nicht so ausgeprägt, finde ich, aber der Soundtrack jetzt gerade, der bringt das wirklich super rüber. Und ach du Scheiße, da komme ich in der Nähe von diesem Gebiet, waren wir wirklich noch gar nicht. Also diesen komischen Strauß da, dem wir irgendwie was abgewinnen sollen, da müssen wir ganz alleine hin. Und auch den vollen Weg reiten. Da führt kein Weg dran vorbei. Aber okay. Ich hoffe, hier gibt's irgendwie jetzt einen Weg. Und weil hier ist ja dieser sehr, 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 sehr große Berg. Komme ich da auch irgendwie gescheit? Ja, ich muss halt über diesen Weg dann dran vorbei, ne? Am besten lasst ihr mich alle mal in Ruhe ich sein. Und dann werde ich Gleiches tun. Ich meine, das sind meine Dudes, ne? Myriad. Die durften jetzt überall bei diesen Außenposten sich befinden. Und hier auch notfalls gegen die Leute kämpfen, die mir hier was anhaben wollen. Ich bin schließlich hier Anführer, ja, sozusagen. Oh. Spring, 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 spring. Alter, hoch da, hoch da. Gott, bist du ein nutzloses Viech, das ist der Wahnsinn. Manchmal ist dieses Viech wirklich für nichts zu gebrauchen. Was es wohl zu bieten hat? Ja, was auch immer dieses alte Haus zu bieten hat, wir werden es auf jeden Fall nicht jetzt untersuchen. Aber auch dieser Weg breitet sich tatsächlich wesentlich schneller als gedacht. Die Hüttenbude. Ob noch etwas drin ist? Die Hüttenbude. Also die Namen, ja, also da waren sie wirklich kreativ. Ich weiß nicht, wie das im Englischen ist, ob das da auch so viele... Feuchtigkeit ist überall. Ob das da auch so viele stumpfe Namen hat, aber im Deutschen finde ich das schon echt genial. Das trifft halt auch meinen stumpfen Humor. Viele Leute fassen sich da wahrscheinlich an den Kopf. Ich bin da auch keine Ausnahme. Das ist jetzt wirklich blöd. Sorry, aber du musst dann da scheinbar... Ey! Du musst dann da ertrinken, weil ich es nicht geschafft habe, mit dir hier hochzuspringen. Eine Sekunde. Jetzt bist du wieder hier oben, richtig? Ja. Ich lasse dich ja nicht da unten jetzt irgendwie sterben oder so. Ja, mit diesen Worten, ne, mit diesen lustigen Worten hier. Manche fassen sich da an den Kopf. Ich bin da auch einer von, aber ich nehme es halt wirklich mit Humor. So wie es auch gedacht ist. Ganz ruiniert ist. Vielleicht kämpfen wir in dem Part dann auch tatsächlich schon gegen den letzten Weltenfresser. Kann gut sein. Alter, was? Was bist du? Ui. Ich will ja nichts sagen, aber das Mecha-Stadion ist in der Nähe. Danke. Danke, dass du mir das... Danke. Ich weiß nicht, ob diese Nahkampfwaffe so mega nice ist. Einfach, weil ich mich eigentlich gar nicht an den Gegner ranziehen will, wenn ich sie benutze. Guter Schuss. Guck mal, ich kann es auch immer gleich mit einem Nahkampf angreifen und dann kann ich wieder weg. Eigentlich ist es wahrscheinlich gar nicht so schlecht. Aber bei diesen großen Bossen gar nicht so wirklich die Möglichkeit im Nahkampf. Also unbeschadet im Nahkampf, egal wie skillig du bist, ist irgendwie ganz, ganz schwer. Es sei denn, du weichst wirklich 20 Millionen Mal aus. Weil guck mal, diesen Angriffen kannst du technisch gesehen nicht ausweichen. Das geht nicht. Hä, was ist denn mit diesem Haken los? Manchmal, der funktioniert auch manchmal einfach nicht. Ja, I don't know. Vielleicht benutzen wir da doch einfach... Ich meine, er macht viel, viel mehr Schaden angeblich. Aber das Ding kann ich hier richtig spammen, ne? Der fliegt halt leider manchmal irgendwie zu weit. Alter, jetzt kann es doch nicht wahr sein, dass ich hier meine ganzen... Ach, meine ganzen Gesundheitspakete an diesem Lappen hier jetzt verbrauche. Dein Kiel
mehr. Gott, mein Gott, nervt er mich gerade. Gott sei Dank haben wir so viele von den Gesundheitspackages. Alter, fuckst du, Junge! Du bist ja der nervigste von allen. Ein Spitzenteil. Bleib da jetzt liegen. Die besten Geschichten drehen sich um Helden. Dies ist so ein aufs Verschlossenste verschlossen. Ah ja. Da brauchst du einen Schlüssel. Ja, was für... Ja, was soll ich denn jetzt machen? Ich hab nun mal keinen. Gründlich zugesperrt. Oh, das ist versperrt. Ja, fuck you, Erzähler. Braucht dein Mitleid nicht. Ich komm da irgendwie rein. Wahrscheinlich über den Weg hier. Yep. Und jetzt haben wir wieder so ein Rätsel, ne? Ja. Oh Gott, was ist das jetzt hier? Hä? Ja, wie soll ich denn das in so wenigen Versuchen schaffen? Das geht doch gar nicht. Was soll denn das? Oder soll ich das andersrum jetzt mal versuchen zu lösen? Stimmt das hier jetzt irgendwie nicht? Doch, das stimmt doch alles, oder nicht? Hä? Komm, was soll der Scheiß? Das war doch richtig, oder nicht? Wieso war das jetzt nicht richtig? So? Ah, okay, gut, warte mal, jetzt, glaube ich. Ich glaube, ich habe da... Mit diesen Halbverbindungen habe ich da irgendwie was durcheinander gebracht, glaube ich. Also, weiß, grün, weiß... Oh Gott, das ist falsch hier. Weiß, grün... Ach, das ist auf. Diese Rätsel waren immer so easy und das ist jetzt so schwer hier. Okay, das muss auf jeden Fall so. Das ist okay. Da muss nur einer. Grün, weiß, weiß, grün. Grün, weiß. So, okay. Alter. Wieso ist das so viel komplizierter gewesen als die anderen? Oder hatte ich einfach nur mit dem RNG-Pech? Weil die sind ja immer anders angeordnet. Ich meine, sie sind natürlich wahrscheinlich immer so angeordnet, dass man es theoretisch immer schaffen kann. Die Verglibberung des Grundwassers breitet sich aus. Aber ich glaube, es war extrem schwierig, gerade diese Kombination, die ich da gerade hatte. Oder ich habe mich einfach nur wieder komplett wie der letzte Mensch angestellt. Das geht auch. Das ist versagt. Du musst die Schalter aufeinander abstimmen. Ich weiß nicht, wofür das hier ist, aber okay. Meinetwegen auch so. Mach bloß nichts falsch. Gut, das ist genug elektrische Strömung, um die Aktoren zu initialisieren und das System zu aktivieren. Aber welches System hier hat das jetzt aktiviert? Das habe ich noch nicht so ganz verstanden. Die Tür ist doch schon offen. Naja. Ich nehme mir trotzdem mal das Ding hier, ne? Oh Gott, auch hier ist wieder so ein Rätsel. Hä, was ist das? Ach so, so. Und da muss auch... So. Ach nee, weiß. Warte. So. Was für eine Notlage. Tatsächlich. Okay, geschafft. Oder? Nee. Nee, ich hab verkackt. Ach. Also. Grün, weiß. So. Dann hier weiß. Hä, sag mal, bin ich jetzt völlig bescheuert oder was? Was ist das denn jetzt hier? Hä? Warum hat denn das... Ach so. Gut so, der Kraftdreher ist gelockert. Hoffen wir, dass die greifende Hand damit auch zu helfen wird. Das war so dumm, das habe ich wirklich... Ich habe den oberen gedreht, um zu gucken, ob da noch eine zweite Farbe dran ist, weil ich es nicht gerafft habe. Und zufälligerweise habe ich es dadurch tatsächlich noch geschafft. Also das war wirklich kompletter Zufall. Ich habe gar nicht gesehen, dass links von diesen Rädern auch nochmal so ein kleines Licht war. Und die das Licht quasi dahin zeigen sollte. Habe ich nicht gesehen, habe ich wirklich nicht gesehen. Dieses mechanische Wunderwerk ist ein einzigartiges Reittier. Es hat sogar eine eingebaute Waffe. Um mit der Waffe zu zielen, während du auf dem Reittier sitzt, drücke mittlere Maustaste. Um zu schießen, während du zielst, drücke Rechtsklick. Oha. What the fuck? Okay,
Okay, das Ding ist nicht sonderlich schnell. Aber auf ihm zu reiten ist ganz cool. Kann ich da jetzt... Ich kann da aber schon... Ach so, warte, warte. Den kann ich ja bestimmt rufen, ne? Jederzeit. Da reisen wir natürlich schnell zurück hin. Und damit müssen wir jetzt den vierten und letzten Weltenfresser besiegen, ja? Okay. Nee, also das war wirklich Zufall bei dem Rätsel gerade. Das hatte nichts mit Können zu tun. Aber jetzt habe ich natürlich auch gerafft, wie das funktioniert. Das war einfach nur ganz witzig, dass nur durch Drehen des Oberen wir das trotzdem noch geschafft haben. Hier ist auch noch irgendwas, ne? Die Aushänge auf der Tafel an. Keiner scheint sie sonderlich beachtet zu haben. Wiss sollte hier irgendwo sein. Wahrscheinlich kümmert er sich um seine Gupos. Der Roboter steht in der Luft. Waren eine der sauberen Arten, Energie zu erzeugen. Doch dann wurde das Nass zu Glibber und verschmutzte alles. Wie macht man Nass zu Strom? Die Energie ergibt sich durch das Umwandeln der Bewegung des Nasses zu Wellenfunken. Wissenschaft ist manchmal einfach unglaublich. Hier gibt es bestimmt noch weitere Spuren. Vielleicht an der Küste? Vielleicht, ja. Wie komme ich nochmal zu dem Dude jetzt hier? Okay, indem ich springe, weil da irgendwie nur so... Ach so, das ist kaputtes Glas. Er dachte, der Kraftdreher sei die Lösung. Doch jetzt erkennt er, dass rohe Gewalt hier nicht hilft. Er braucht etwas, das schmiert. Ich kann dir eine schmieren. Nun, mit schmierig meint er glitschig, damit du den Deckel aufschmieren kannst. Natürlich, ja. Und er muss gestehen, dass dein Fell wahrlich wie geschmiert glänzt. Er sagt, der Deckel sollte sich öffnen lassen, wenn du ihn spritz schmierst. Nur leider ist seine Schmiere alle. Ja, zufälligerweise, ne? Er weiß, dass sein alter Kumpel Chuff-Chuff stets über aufgefüllte Schmierkannen verfügt. Er sollte dir eine borgen können. Juliana. Er betont, dass du sofort zurückkommen solltest, sobald du die Schmierkanne hast. Der Trübschnauber frisst sich jede Minute weiter durch die Rinde. Chuff-Chuff. Chris hat gehört, dass er momentan an der Endhaltestelle festhängt. Da er nicht mehr auf den Schienen unterwegs ist, sollte er jetzt leichter zu finden sein. Junge, das kann doch nicht dein Ernst sein. Der Trübschnauber hat nur so viel Zeit, hier weiterhin irgendwie an irgendwas rumzuknabbern, weil du hier Scheiße machst, ja, und mich durch die ganze Weltgeschichte schickst. So einfach ist das. Okay, ich schätze mal, diese Hand, die soll man, also die Hand ist wahrscheinlich ein Reittier, was man nicht benutzt, um irgendwie richtig schnell von A nach B zu kommen, sondern dann wirklich für Kämpfe. Also besonders für Kämpfe wahrscheinlich ziemlich gut, weil du ja damit diese Raketen schleudern kannst. Bedeutet, wenn wir jetzt, oh Gott, da ist eine Spinne, die muss ich mal ganz schnell beseitigen, Leute, ich bin gleich wieder da. Okay, Leute, Spinne besiegt, Gleichgewicht der Welt wiederhergestellt, ja. Und jetzt kann es weitergehen. Natürlich brauchen wir wieder hier unser Muke-Typ-Ding da. Kannst du dieses Gefährt mit Gras auftanken. Ja. Und Gras gibt's in der Welt hier noch genug. Das ist ein bisschen billiger als die Tankpreise heutzutage. Ach, aber wenn das Viech mal ein bisschen höher und weiter springen könnte. Naja, dafür kann es relativ schnell laufen. Oh. Ja, hier muss ich es aber, glaube ich, wieder verlassen. Genau. Oh Gott, bitte komm wieder. Bitte komm hierher, bitte komm einfach hierher. Ja, die rennen immer weg, ne? Wenn ein Kampf bevorsteht, ob vor so einem kleinen Scheißer hier. Der meine Zeit gar nicht wert ist, ja? Wir haben hier Wichtigeres zu tun. Da ist wieder so ein Heißluftballon, hat man auch schon ein paar Mal in der Welt gesehen. Schuff, hört sich halt Legend an wie so ein Zugführer. Da oben in dem kleinen Schiff findest du Prügi,
Eine bessere Verbesserungswerkbank findest du nicht. Okay, da können wir Items verbessern. Das ist vielleicht ein Angebot, was man durchaus noch mal in Erwägung ziehen könnte. Ist er jetzt auf der Karte irgendwie? Ja, tatsächlich. Da schaue ich, glaube ich, wirklich gleich mal vorbei, wenn wir hier mit dem Typen geredet haben und der uns... Das ist die Endhaltestelle. Bestimmt triffst du hier auf Tschuff Tschuff. Die Endhaltestelle. Hier endet das Schienensystem, ja? Interessant. Da hat er schon ein bisschen WD-40. Können wir uns ein bisschen was ausleihen und dann löbt er doch alles wieder. Tschuff Tschuff wusste, du würdest eines Tages zu ihm kommen. Du musstest bloß dem Stahlweg folgen. Auch wenn die Gleise rosten mögen, führen sie am Ende alle zu ihm. Warum fährst du auf den Gleisen? Behauptet, Gleise sind wie Regeln. Wenn man ihnen folgt, wie es gedacht ist, kann einem alles Gute entgegenkommen. Sagt, du bist den Gleisen dahin gefolgt, wo du sein musst. Doch sie besitzen auch Weichen. Die Frage ist, ob du nun auf deinem Gleis bleiben wirst oder versuchst, es zu wechseln. Ach Gott, ihr mit euren Metaphern immer. Bereits auf dem richtigen Gleis zu sein. Er hofft bloß, dass du nicht auf ein finsteres Nebengleis gehst. Nein, passiert mir schon nicht. Möchte wissen, ob du es je bereut hast, im Leben keine andere Schiene genommen zu haben. Wenn du zurückgehen könntest, würdest du die Schiene wechseln oder weiter auf der gleichen Schiene fahren? Für dieses Let's Play sind wir definitiv auf der richtigen Schiene. Ihm gefällt deine Selbstsicherheit. Du wirkst wie ein Tuk-Tuk, der nur vorwärts fahren kann. Die Welt scheint das Gleis gewechselt zu haben. Nun fährt sie wieder aufwärts. Kann dir gar nicht genug danken, dass du auf die Bremse getreten bist und den Rückwärtsgang eingelegt hast. Ja, schon gut. Aber er will nicht abschweifen. Zu spät. Ist erstaunt, so weit draußen jemandem zu begegnen. Doch manchmal bringt der falsche Tuk-Tuk einen an den richtigen Ort. Wie du siehst, hat er nicht geplant, hier anzuhalten. Doch nun freut er sich, dich zu sehen. Er sagt, sein Name ist Tschuff Tschuff. Das weiß ich schon. Seit die Welt begann zu sterben, fährt er auf dem falschen Gleis. Doch er hat seinen Verstand darin geübt, ungeachtet der Situation positiv zu bleiben. Lässt du die Tuk-Tuks jemals allein? Sagt, manchmal entgleist das Leben, aber es ist immer besser, wenn die Gleise gut geschmiert sind. Er ist überzeugt davon, dass die Gleise wie Lebenswege sind. Du musst auf ihnen bleiben. Auch wenn du sie nicht selbst gelegt hast. Diesmal ist er jedoch auf ein Nebengleis geraten. Er braucht eine Flügelmutter, um... Ah, er hat schon wieder eine Nebenquest in der Nebenquest. Oder eher eine Nebenquest in der Hauptquest. Flügelmuttern sind leicht zu finden. Sie stecken an jedem Tuk-Tuk-Zieher da draußen. Es ist bloß schwer, sie abzukriegen. Daher ist er froh, dass du das für ihn übernimmst. Ja, na schön. Sagt, früher war er wie du, mit einem eingleisigen Verstand, aber unterwegs in die richtige Richtung. Die ganze Welt scheint zu leuchten. Ja, wunderbar. Strahl weiter. Vertreibt das Dunkel. Eine gute Idee. Verschwinde einfach, Dunkel. So langsam habe ich den Eindruck, du magst mich nicht. Wann hast du angefangen nachzudenken? Wir sind hell, ja. Unsere Aura ist schon wirklich hell. Nicht mehr einigermaßen hell, sondern hell. Wow, was? Das ist so weit weg. Okay, das ist wesentlich weiter weg, als ich gedacht hätte. Ich dachte, das ist hier irgendwo direkt. Na schön. Für eine Bestie ist dieses Reittier ziemlich sanft. Das machen wir noch. In dem Part und dann... Denke ich mal, passt auf. Wir können hier tatsächlich auf den Schienen direkt einfach laufen, denke ich mal. Das passt. Die sollten uns direkt an den richtigen Ort führen, wenn ich das hier gerade so sehe. Da ist auch noch irgendwas. Also ihr seht, wie viele es in der Welt hier gibt. Also hier gibt es wirklich viele interessante Sachen zu erkunden. Das schafft auch nicht jedes Spiel, eine Welt so zu gestalten, dass man actually Lust hat, hier rumzulaufen und Sachen zu erkunden. Ich finde, das Spiel hat es wirklich ganz gut gemacht.
Das ist nicht zu viel, aber es ist auch keine kleine Welt. Das ist schon eigentlich wirklich ziemlich nice. Wie gesagt, fürs LP soll das erstmal reichen, was wir haben. Aber wenn ihr das privat noch weiterspielen wollt, dann ist das definitiv zu empfehlen, sich mal alles hier genau anzuschauen. So. Bisschen Jump'n'Run noch mit eingebaut. Da oben ist es auch wieder ein Außenposten. Aber die dürften ja jetzt auch alle mir gehören. Guck mal, da sind wieder so ein richtig, richtig hohen Gebäude, wo man wieder richtig looten gehen kann, wenn man will. Der Flügelmutter-Tucker-Tunnel, der geht ewig so weiter. Na schön. Habe ich kein Problem mit. Finde einen Weg. Ja. Okay. Was ist wohl über die. Was habt ihr? Was habt ihr hier drin zu suchen? Also mit welcher Begründung seid ihr hier unten? Braucht ihr auch Flügelmuttern vielleicht? Zufälligerweise? Genauso wie ich. Gar nicht so unwahrscheinlich, nicht wahr? Oh, das ist 21. Das ist ja fast schon eine Bedrohung für mich. Guck mal, haben die hier sogar ein Lagerfeuer. Wie ruhig dieser Ort ist. Hier kannst du dich erholen, wenn aus Tag Nacht wird. Und andersherum. Achso, nee, okay. Ja, das ist schön zu wissen, aber es ist gerade Tag und das kann auch ruhig so bleiben, finde ich. Wir haben auch nicht wirklich irgendwelche Verletzungen davon getragen. Okay, jetzt wird es hier völlig wild. Ne, jetzt muss ich hier wahrscheinlich durch die gesamte Tunnelanlage laufen. Schätze ich jetzt einfach mal. Oh, hi. Level 24. Das ist aber ein richtiger Atze hier. Aber alleine kann der auch gar nichts. Dieser Ort ist ein einziges Geheimnis, das nach und nach aufgedeckt wird. Durch mich. Ein sonderbarer Gegenstand. Ach, was denn jetzt schon wieder? Oh Gott. Mach das Ding kaputt, mach's kaputt. Das macht zu viel Damage, das MG. Alter! Was soll das? Hallo? Ey! Neue Key-Kräfte. Boah, Alter, kann dieser Typ mal down gehen? Hack, hack. Der sich selbst in die Luft sprengt. Der stirbt davon. Ich hab gedacht, der stirbt, wenn der sich in die Luft sprengt, aber scheiß drauf, gar nichts. Den interessiert das gar nicht. Man hätte auch natürlich zuerst in den Verbesserungsshop gehen können. Ich habe ja nicht gewusst, dass ich hier so viel kämpfen muss, ja. Ich hätte das auch ahnen können. Was ist denn hier jetzt? Ach so. Und wieder so ein Ding. Nur noch ein paar Versuche. Mach bloß nichts falsch. Zack. Ja, ich habe daraus gelernt. Und hier auch nochmal. Lol, okay. Das war dann doch wieder ziemlich easy sogar. Was? Ach so! Das hat uns schon die. Ah, das hat uns schon das gegeben, was wir brauchen. Jetzt ist die Frage, kann ich von hier aus. Nee. Von hier aus geht's nicht. Also wir müssen erstmal wieder hier raus, aber das war ja kein Hit, ne? Das ging ja hier. Hier ging's ja schon wieder raus. Und nu. Da ist auch irgendwie noch eine Nebenquest. Was ist denn da noch? Was ist denn da noch für eine Nebenquest? Also neben der Hauptquest ist dann noch so eine blaue Markierung. Wahrscheinlich einfach nur diese Schrauben zu ihm bringen und dass er uns dann weiterhilft, ist dann das andere, oder? Ja, genau. Der Baum des. Oh, sieht aber. Malon. Chuf Chuf meint,
Er wusste, du würdest vorbeikommen. Wenn jemand bei ihm Halt macht, dann aus gutem Grund. Doch er weiß, dass sich ein Gleis nicht von selbst schmiert. Er trennt sich gerne von dieser Schmierkanne, weil er glaubt, dass du damit alles, was feststeckt, wieder in Bewegung bringen kannst. Ja, das glaubst du richtig. Er bewahrt sie in einem Handkarren auf, für Notfälle. Wo ist er? Er ist im Karren. Er möchte ihn immer griffbereit halten. Im Fall eines Notfalls bleibt für gewöhnlich nicht viel Zeit. Gib's einfach her, Mann. Du kannst die Schmierkanne gerne haben. Gut. Es ist ein praktisches Werkzeug von damals und das letzte seiner Art. Also nutze es gut. Er ist überzeugt, dass du es gut gebrauchen kannst. Denn es gibt da draußen viele Klemmis, die aufgeschmiert werden müssen. Das Gerät ist meins. Sagt, es sei gut, es in den richtigen Händen zu wissen, auch wenn sie rau sind. Gib dich dem Dunkel hin, dann wird es dich stärken. Umarmungen für alle. Ist das nicht erschaudern? Ja, vor Vergnügen. Das Dunkel fühlt sich gut an. Ich werde hier sein. Keine Umarmung für dich. Ein ganz kleines bisschen müssen wir mal durchsetzungsfähig bleiben. Tschuff, tschuff kann es kaum abwarten, hier zu verschwinden. Ja, okay, dann sag, mach das. Das war eine interessante Unterhaltung. Wie immer, ja. Die Leute fragen mich jetzt natürlich auch... Was ist das denn? Achso. Die Leute fragen mich jetzt natürlich auch nicht mehr, ob sie in die Arche mitkommen können. Weil wir natürlich schon alle Plätze voll haben, ne? Sonst würden die hier wahrscheinlich noch weiterhin fragen. Also davon gehe ich zumindest mal aus. Wenn wir jetzt gerade schon mal hier sind, dann... Du musst den Globus drehen, damit der Atlasograph funktioniert. Hä? Ach so. Okay, lol. Du musst den Globus drehen. Hä? So? Ach, Digga. Du musst den Globus drehen. Ich erkenne mal nie, was hier was ist irgendwie. Das ist schon wieder verkackt, glaube ich. Ich würde das jetzt wirklich ganz gern schaffen. Du musst den Globus drehen. Gott. Das ist nicht easy. Achso, vielleicht kann man manches auch doch nicht schaffen, weil die Versuche zu wenig sind und man einfach zu wenig Intellekt hat. Ich meine, wir haben viel Intellekt geskillt. Aber das könnte ich mir auch noch vorstellen. Also das hier ist jetzt eigentlich wirklich nicht so schwer, aber ich, ja... Ja, ich habe einen Terra-Globus gelöst. Toll, hat mir das irgendwas gebracht? Ich hatte wirklich gehofft, dass es mir ein bisschen mehr bringt, aber okay. Hier stinkt es. So, kehre zu Tschuft. Warum soll ich nochmal mit ihm reden? Mach dir keine Sorgen, wenn du die Kiste zerschmetterst. Tschuft hat keine Verwendung dafür. Tschuft meint, er will gerne helfen. So wie du ihm geholfen hast. Ja, da ist er gut. Er ist überzeugt, dass ihr euch aus einem Grund begegnet seid. Manchmal bringt dich der... Ja, okay, ja. Er glaubt, du bist in der Lage, etwas zu verändern. Er hat es selbst erlebt. Ja. Du glaubst an Schicksal? Meint, das Schicksal sei wie die Gleise. Sie führen dich in eine bestimmte Richtung. Und wenn du ankommen willst, solltest du nicht dagegen ankämpfen. Tschuff sagt, er ist bereit, alles zu packen und abzufahren. Ich habe alles, was ich brauche. Hat selbst auch noch genug zu tun. Gut. Jetzt müssen wir wieder zurück zu Wiz. Aber zuerst geht's zu Prügis Hütte und da schauen wir mal, wo wir unsere Items vielleicht mal upgraden können. Es wird allerhöchste Eisenbahn, ne? Oder allerhöchste Tuk-Tuk, so wie der Typ hier gesagt hatte. Das ist dann allerdings das Letzte, was wir heute machen. So, Prügis Hütte. Okay. Du bist nur eine Zivilperson. Du? Kaufen und verkaufen. Wer stöbert, der findet. Aber auch... Hm.
Aber auch verbessern. Ja, hier, ne? Hält dich nicht. Nee. Ich dachte, hier kann ich auch verbessern irgendwie, aber scheinbar doch nicht. Oder? Oder was ist da oben? Doch, hier ist eine Verbesserungswerkbank. Das ist eine Verbesserungswerkbank. Habe ich noch nie im Spiel gefunden, obwohl wir so kurz vorm Ende sind, glaube ich. Hier kannst du deine Ausrüstung und Waffen verbessern. Verbesserungswerkbänke können anhand dieser Ballons leicht entdeckt werden. Ach so. Du findest sie für gewöhnlich in Dörfern und Außenposten. Ach so, das ist also das... Ah, ich verstehe. Diese Ballons sind einfach ein Zeichen, dass da... dass da eine Verbesserungswerkbank ist. Gegenstände verbessern. In Verbesserungswerkbänken kannst du sowohl die Qualität als auch das Material deiner Gegenstände verbessern. Das kostet zwar Ressourcen, wird den Gegenstand jedoch erheblich aufwerten. Jedes Teil und Zusatzteil des Gegenstands wird verbessert. Das Verbessern von Gegenständen mit mehreren Teilen kostet mehr, hat aber auch mehr Vorteile. Ja, wir haben ja richtig viele. Guck mal, wie oft wir das verbessern können. Okay, Ach so, wir können keine unserer Fernkampf. Wir können nur das Ding hier modifizieren. Okay, für Material ist schon wieder nicht mehr genug, aber wir konnten jetzt auf jeden Fall zweimal die Qualität verbessern. Jetzt bräuchten wir wieder mehr von den beiden. Aber wir hatten schon ordentlich Teile auf jeden Fall. Okay. Das Ding sollte jetzt mehr Damage machen, ne? Also erstmal gucke ich mal hier, was haben wir denn hier? Nichts, was besser ist als unsere alten Sachen hier. Glaube ich. Nee. Oder? Na doch, das Ding ist besser. Macht das Ding jetzt mehr Damage als vorher? Also, es sollte zumindest mehr Damage machen, ne? Das würde zumindest Sinn machen. Und genieße das Tageslicht. Okay, Leute, dann geht's im nächsten Part zurück zu Wiz mit hoffentlich jetzt allem, was wir brauchen. Und dann kämpfen wir gegen den letzten Weltenfresser. Also, bis dahin und ciao.